Hallo, es ist wieder Samstag mit dem Ben und Thema diese Woche ist Unisex-Toiletten. Ja, meine Meinung dazu. Zwiegespalten. Also prinzipiell finde ich den Gedanken sehr gut. Der Grundgedanke dahinter ist ja eigentlich, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden, welche Toilette er benutzt oder welche nicht, beziehungsweise einen geschützten Raum für sich hat. Ja? Prinzipiell ein guter Gedanke, aber, also, um es mal so zu sagen, ich finde auch, Behinderten-WCs sind eine gute Sache, sind auf jeden Fall auch notwendig, ganz klar. Aber warum gibt es die immer extern neben allen anderen? Warum kann man nicht auf den Männer- sowie Frauen-WCs diese ganzen Toiletten integrieren? Also mir leuchtet schon ein, dass wenn man irgendwo die Treppe hoch muss und so, dass das dann nicht da integrierbar ist. Alles klar, ne? Kein Thema. Wenn das separiert werden muss, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, man grenzt die anderen einfach damit aus, ja, und das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich nicht gut finde, eine dritte Toilette im Prinzip zu eröffnen, also Männer-, Frauen- und Unisex-Toiletten. Das finde ich einfach nicht gut. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich diese Toilette vom Grundgedanken her benutze, möchte ich da ganz entspannt hingehen können, weil woanders, also auf der Männertoilette kann ich es dann nicht. Und dann werde ich aber doch automatisch geoutet, ja, oder wie auch immer man es nehmen will. Also jeder Mann, der dann die Männertoilette benutzt, denkt doch direkt, okay, irgendwas ist mit dem auf jeden Fall, sonst würde er ja die Unisex-Toilette nicht benutzen. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall nicht gut, wenn man sagt, man macht eine Unisex, eine Männer-, eine Frauentoilette. Das ist für mich persönlich, das muss nicht eure Meinung sein, um Gottes Willen, aber für mich persönlich ist das Quatsch. Also in dem, nur in diesem Sinne, dass man sagen kann, okay, das dritte Geschlecht, ne, die Non-Binary-Fraktion, die kann sich da angesprochen fühlen, beziehungsweise ja, kann diese Toilette dann benutzen, weil sie ja irgendwie sich weder zu dem einen noch zu dem anderen entscheiden möchte. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. Aber wenn ich diese Toilette benutze, möchte ich ja nicht automatisch geoutet werden. Und deswegen fand ich das System, wie es zum Beispiel mir in London begegnet ist, total gut. Da gab es einfach bei McDonald's nur Unisex-Toiletten. Also da gab es keine Männer, Frauen und 1, 2, 3, 4 einzelne Unisex-Toiletten, sondern da gab es eine große Toilette, also Toiletteneinrichtung mit einfach ganz vielen Kabinen, ja. Fand ich vollkommen in Ordnung. Keiner hat sich daran gestört. Alle sind da ganz entspannt hingegangen und wieder rausgegangen. Also das war überhaupt kein Problem für irgendeinen, zumindest nicht in dem Moment, als ich da war. Und das Konzept finde ich ehrlich gesagt eigentlich am besten. Weil ja, ich verstehe das, dass man einen geschützten Raum schaffen möchte und das ist auch gut so, aber also dieser Ausgrenzfaktor dabei würde mir persönlich einfach nicht gefallen. Und deswegen finde ich einfach diese generelle Lösung, dass man sagt, okay, es gibt eine riesen Toiletteneinrichtung für alle und jeder kann die benutzen, finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ja, so wird keiner zwangsgeoutet oder muss sich entscheiden, hat vielleicht Angst, sich zu entscheiden, weil er dann doch auffällt. Und ja, eine andere Sachlage ist das vielleicht in Schulen, also gerade so in Amerika und so liest man das ja auch öfter, dass es dass an manchen Schulen tatsächlich jetzt auch Unisex-Toiletten eingeführt werden. Da ist ja aber die Rechtslage in manchen Staaten auch ein bisschen komisch, dass sich Transgender nicht dazu bekennen dürfen und ja, dass das halt dann so ein bisschen als Hintertür genutzt wird und die wenigstens da so einen geschützten Raum haben. Vollkommen in Ordnung, finde ich dann auch gut. Aber ja, in Deutschland ist die Sachlage nun mal eine andere und
ich finde einfach, dass wir in der Gesellschaft so weit sein sollten. Natürlich ist das noch nicht überall der Fall, aber da, wo ich beheimatet bin, vielleicht gibt es auch regionale Unterschiede, aber da, wo ich beheimatet bin, glaube ich, wäre das durchaus möglich, wenn Gaststätten, Restaurants, wie auch immer, einfach eine Rieseneinrichtung hätten für Toiletten und das wär's. Ja. Also das wäre meine Traumlösung. Ja, im Landtag war es, glaube ich, oder Bundestag, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwo, nicht glaube im Bundestag, wurde ja jetzt, glaube ich, auch beschlossen, ob sie jetzt gebaut ist, weiß ich noch nicht genau, auch eine Unisex-Toilette, ja, prinzipiell wieder das Gleiche, die gleiche Meinung. Ja, also das ist meine persönliche Meinung, die müsst ihr nicht teilen, um Gottes Willen. Ich weiß, es war auch vielleicht bisschen hart gesprochen, aber ja, so sieht meine Meinung eben zu dem Thema aus. Ja, generell würde ich mich tatsächlich auch drüber freuen, wenn wir irgendwann einfach bei den Unisex-Toiletten ankämen, weil es einfach ja gesellschaftlich die schickste Lösung ist, um einfach alle Menschen mit einzubeziehen. Ja, genau. Ich wünsche euch eine entspannte Woche und wir sehen uns nächsten Samstag wieder.